Rückstand, Herr Schulz? Ja, doch, würde ich sagen. Vor allem erstmal ist wichtig, dass wir das Ding gewonnen haben. Ich denke, mit so einem Spiel kommt man gut in die Saison, wird gleich alles abverlangt. Und darauf können wir erstmal aufbauen. Wir haben die 3 Punkte, das ist wichtig und jetzt geht's weiter. Fühlst du dich wohl in der IV mit Michael? Du hast ja jetzt, weiß nicht, ob du Marcel verdrängt hast auf rechts außen, aber das hat ja eigentlich in den letzten Spielen auch ganz gut funktioniert. Das ist ja jetzt nichts Neues heute gewesen mit dir und Micha. Genau, ich denke, dass wir in der Vorbereitung schon einige Male gespielt haben und dass es auch mit Marcel gut geklappt hat. Und Marcel hat es auch in Aue rechts gut gemacht. Wir haben es zusammen, glaube ich, in Aue schon angedeutet, dass wir defensiv gut stehen können. Wir haben, sind dann alles beide gute Spieler und ich denke, dass es heute auf jeden Fall mal in Ordnung war. Jetzt wurde dein Traum endlich wahr, zu dem Wunschverein SV Waldhof Mannheim zu wechseln. Erzähl darüber mal ein bisschen was. Ja, ich bin froh, dass ich da bin. Ich habe die letzten 2 Jahre beim Feind gespielt in der U23. Ich bin froh, dass ich zu so einem Traditionsverein kommen durfte, der bei mir zu Hause in der Nähe ist. Für mich auch das erste Mal mit eigenen richtigen Fans. Habe ich so nicht noch nicht gehabt. Deswegen nur was ganz anderes und was ganz Besonderes. Und ich denke, dass es fürs erste Spiel ordentlich war. Ja, da war ja heute fantechnisch auch mächtig was geboten für ein Auswärtsspiel. Ja, das ist ja dann umso erstaunlicher für dich wahrscheinlich. Wie hast du das Spiel gesehen? Also wir haben so 2 Hälften gesehen. Also entweder habt ihr alle die Trikots getauscht. Irgendwie war in der ersten Hälfte gut, in 10 Minuten 3 Tore machen. Ich weiß nicht, wir müssen die Geschichtsbücher bedienen, wann es dem Waldhof das letzte Mal gelungen ist. Man hat dominiert, irgendwie hat Stuttgart aber auch nicht spielen wollen. In der 2. Hälfte genau das krasse Gegenteil. Woran lag das? Ja, es war wirklich gar nicht so zu erwarten, dass wir so brutal reinkommen. Wir wollten erstmal gut stehen und dann hat es aber gleich gut geklappt. Wir haben die Konter super ausgespielt. Der Gegner hat uns dann auch Räume gelassen, wenn wir schnell umgeschaltet haben. Ich denke, das haben wir doch richtig gut gemacht, vor allem in der Offensive, wie die Außen dann umgestellt haben, wie die Stürmer die Dinger reingedrückt haben. Da waren wir schon überlegen, die ersten 10 Minuten, vor allem auch die ganze erste Halbzeit, können wir vielleicht sogar noch nachlegen. Können in der 2. Halbzeit vielleicht noch früher das Ding entscheiden, haben wir dann nicht geschafft. Und dann kommt natürlich der Gegner mit 4, 5 Spielern über 1,90, viele Standards, viele Einwürfe, bis in 16er rein teilweise, da hat er schon gut reingebracht. Und dass es dann nochmal schwierig wird oder dass es dann nochmal eng wird, war abzusehen, wenn wir nicht so dagegen halten, wenn wir die frühe Entscheidung nicht hinkriegen. Aber es hat jetzt am Ende gereicht, da sind wir alle mal froh. Du mit deiner Größe bist natürlich als IV genau richtig, aber irgendwie bist du auch vorne sehr aktiv. Wenn ich jetzt die ganzen Freistöße von Amin oder Eckbälle sehe, die landeten ja meist als erstes auch auf deinem Kopf. Ist es was Einstudiertes oder fühlst du dich da bei Standards auch vorne sehr wohl? Ja, haben wir öfter trainiert. Die Standards haben wir gestern auch wieder angerissen und fühle mich da vorne wohl. Habe letztes Jahr ein paar Tore machen können. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder genauso klappt. Der Marcel hat gleich eins reingedrückt. Und Standards können so ein Spiel entscheiden, haben wir gleich heute erstmal die erste Kiste gemacht und hoffen wir, dass wir da dranbleiben und dass ich auch mal das ein oder andere vielleicht noch machen kann. So, am Dienstag steht ein Pokalspiel an. Pokal, das kann man bei uns eigentlich fast nicht mehr aussprechen, das Wort, weil das schon so weit weg ist, wie so ein Ding überhaupt aussieht. Wir kennen jetzt eine Schale, das haben wir letztes Jahr mal wieder gesehen, aber Pokal ist mir völlig fremd, wie so ein Ding aussieht. Was sind deine Ambitionen im Pokal oder Erfahrungen auch? Ja, Erfahrung habe ich nicht viele, muss ich zugeben. Wir haben mit der 2. Mannschaft natürlich wenig gespielt, aber wir wollen weit kommen. In der 1. Runde sind wir haushoher Favorit und dann müssen wir auch gleich bestätigen. Bringt jetzt noch nichts, schon ans Finale zu denken. Da wollen wir auf jeden Fall hin, aber jetzt haben wir erstmal die 1. Runde. Wir müssen da. Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber wir werden in der 1. Runde da sein und das Ding auch hoffentlich in die nächste Runde schaffen. Wie schnell wird man wieder fit? Ich denke, dass wir werden morgen um 11 trainieren, werden da ein bisschen regenerieren, haben da auch mit dem Physio einen guten Mann, der uns da schon wieder fit kriegt und haben einen großen Kader, haben super Spieler, die teilweise heute gar nicht dabei waren und da haben wir genug Qualität und Breite im Kader, dass wir das hinkriegen, dass wir da bei 100% sind.